Rechnitz bekommt eine neue Polizeiinspektion. Dieses Ereignis wurde jetzt mit einer Baueinleitungsfeier und einem Spatenstich gefeiert. Anwesend waren Landespolizeidirektor Magister Martin Huber, Landeshauptmannstellvertreter Johann Schürz, Landesrat Magister Hans-Peter Doskozil, der Obmann der OSG Alfred Koller und viele Gäste. Das neue Gebäude wird so wie jetzt mit 21 Beamten besetzt sein. Wie üblich wird die neue Inspektion in ein Gebäude mit Geschäften und Wohnungen integriert. Die Gesamtkosten werden ca. 4 Millionen Euro betragen. Nach den Reden und Informationen ging es dann zum Buffet. Dieses Buffet wurde, wie auch schon üblich, von der OSG ausgerichtet. Die Herausforderung hat uns der damalige Landespolizeidirektor Hans-Peter Doskozil schon sehr klar mit auf den Weg gegeben, indem er gesagt hat, schaut, dass ihr ein gescheites Grundstück im Zentrum findet, im Bereich vom Hauptplatz, die Polizei muss zurück von der Grenze in den Ort hinein. Das war nicht wirklich so leicht, aber mit diesem Wissen, dass wir einen möglichen Partner haben, haben wir dieses Haus hier, das lange Zeit leer gestanden ist, eine wichtige Funktion in Rechnitz hatte, letztlich gekauft nach langen Verhandlungen. Und jetzt ist eben die Herausforderung die gewesen, gemeinsam mit dem Planungsteam dieses Gebäude, das eine ganz andere Widmung hatte, auf den künftigen Nutzer, auf die künftigen Nutzer und auf die künftigen Funktionen zu adaptieren und zum anderen vom Äußeren her ein Gebäude zu schaffen, das wirtschaftlich ist, das aber gleichzeitig auch den Ort bereichert, also eine wirkliche Bereicherung für das Ortszentrum darstellen sollen. Ich denke, wenn man die Schaubilder sieht, dass uns das gemeinsam gelungen ist und in der Bauausführung gelingen wird. Und gleichzeitig haben wir als zweite Herausforderung, neben dieser planlich-baulichen, die Herausforderung, einen sehr ehrgeizigen Zeitplan, den uns die Polizei vorgegeben hat, einzuhalten. Am 30. September des nächsten Jahres wird diese Polizeidienststelle übergeben sein. Das heißt also, wir werden eine Baudauer von knapp 10 Monaten hier haben. Das Gesamtgebäude wird dann im Frühjahr 2020 übergeben werden. Das Gesamtgebäude wird letztlich bestehen aus Heiligeis. Joachim Kitzögerer und Klaus Klavernitz, stellen ich hier danke, waren die Ersten, die uns das Vertrauen geschenkt haben und sich hier eingemietet haben. Es wird dann noch im Anschluss daran ein Lokal von Klaus Klavernitz entstehen, Ende des nächsten Jahres fertig sein. Und was uns ganz wichtig ist in dieser Lage von Rechnitz, Wohnungen zu schaffen, die für speziell die ältere Generation gedacht sind, betreutes Wohnen hier zu integrieren. 13 der 18 Wohnungen werden betreute Wohnungen sein und die restlichen 5 Wohnungen, 5 Familienwohnungen. 100% der knapp 4 Millionen Euro, die wir als Baukosten investieren, gehen an burgenländische Unternehmungen und beginnen vom Planer Martin Schwarz über den Haustechnikplaner, dem ortsansässigen Introplan Gerhard Brunner und Firmen wie Adelmann oder Stilpitsch, die hier bereits mitgearbeitet haben, oder Elektro, Gerbabschitz und Farbaki. Ja, ein Dankeschön, wir sind sehr stolz darauf und wissen, mit diesem Vertrauen umzugehen, dass wir für die Polizei, für die Republik dieses Gebäude bauen dürfen, im Zentrum von Rechnitz bauen dürfen. Ein herzliches Dankeschön von Seiten der OSG. Ja, geschätzte Damen und Herren, zuerst freue ich mich, dass wir nach wenigen Wochen, wo wir vor den Medien hier, acht Wochen ist es her, oder 9 Wochen, wo wir vor den Medien hier unterschrieben haben, die Verträge für die Errichtung dieser Polizeiinspektion. Ja, gute Arbeitsbedingungen sind ganz wichtig für professionelles Arbeiten und die alte Polizeiinspektion oder die bisherige Polizeiinspektion
hat diesen neuen Voraussetzungen nicht mehr entsprochen oder entspricht nicht mehr. Deswegen ist es notwendig, auch hier zu investieren, und die burgenländische Polizei investiert in vielen Bereichen von Norden bis in den Süden in Polizeiinspektionen, und das ist auch eine wichtige Maßnahme hier in Rechnitz. Rechnitz wandert noch zusätzlich, und das ist auch, glaube ich, wichtig zu sagen, von der Grenze, und danke an den Herrn Landesrat, an seine Initiative damals, hinein in das Zentrum von Rechnitz zur Bevölkerung. Das steht auch für unsere Arbeit, weil wir gemeinsam mit der Bevölkerung auch die Sicherheit gestalten wollen und gemeinsam mit der Bevölkerung auch für Sicherheit sorgen wollen. Und diese Polizeiinspektion mit 7 Gemeinden ist ein ganz wichtiger Standort hier in der Umgebung. Es gibt hier 5 Schulen, es gibt hier viele Wirtschaftsbetriebe, und daher ist es auch wichtig, wenn wir hier neue Polizeiinspektion errichten, dass sie somit auch langfristig abgesichert ist, auch für die Zukunft. In dem Sinne ein herzliches Danke an alle Beteiligten, ein Danke an die burgenländische Landespolitik, Landeshauptmann, Stellvertreter, Herrn Landesrat für die Unterstützung, auch an die Gemeinde und vor allem zuletzt auch ein großes Danke an die OSG. Ihr seid wirklich ein ausgezeichneter, verlässlicher Partner, und man sieht das auch in dem Zeitplan, in dem Engagierten. Und die Zeitpläne sind nicht nur engagiert, sondern sie halten auch immer ein. Das haben wir auch schätzen gelernt. Herzliches Danke an alle, die hier mitgeholfen haben. Danke. Zunächst möchte ich recht herzliche Grüße vom Innenminister Herbert Kickl ausrichten, der mir das definitiv auch so gesagt hat. Ja, grundsätzlich muss man der Initiative wirklich ein großes Danke sagen. Hans-Peter Doskozil, wie man heute schon einige Mal gehört hat, der gesagt hat, das kehrt herein in das Dorf, diese Polizeiinspektion. Ich glaube, dieser Zugang zur Bevölkerung ist auch sehr wichtig. Ich glaube, dass das auch das Wichtigste überhaupt ist. Und ich bin überzeugt davon, dass der Bereich Sicherheit im Burgenland für alle eine hohe Wichtigkeit hat. Und wenn man alleine die Situation bundesweit betrachtet, und das muss ich unbedingt ansprechen, hat sich die Zahl der über die Grenze kommenden Illegalen natürlich sehr, sehr zurückgeschraubt. Das heißt, heuer gab es nur mehr ein Drittel von dem, was voriges Jahr war. Es gibt im Schlepperbereich sehr viel weniger. Das heißt, die Initiative seitens der Bundesregierung, vor allem Bundesminister Herbert Kickl, hat wirklich sein Ziel schon fast erreicht. Und ich möchte mich recht herzlich bedanken für diesen heutigen Spatenstich. Hoffentlich bringen wir den durch, da den Spaten. Das ist ein bisschen hart, aber es wird sich schon irgendwie ausgehen. Na, Spaß beiseite. Ich wünsche alles, alles Gute, und wie hast du gesagt, also der Geschäftsführer Dr. Koller hat gesagt, wir sehen uns dann im Mai 2020 da wieder. Im September. Okay, gut, alles Gute. Alles Gute. Für mich ist das jetzt heute durchaus ein besonderer Termin, weil es, ich glaube, seit meiner Zeit als Landespolizeidirektor das erste Mal ist, dass im Rahmen einer polizeilichen Veranstaltungen auch hier zu Gast sein darf. Wenn ich mich so zurückerinnere, dann war es, glaube ich, der damalige Kommandant in Rechnitz, Schuberschitz, der mich da nach den ersten Wochen meiner Tätigkeit nach Rechnitz gerufen hat und da ganz dringend rogiert hat, dass mit der Dienststelle was passieren soll oder sollte. Seine Idee damals war noch eine andere, muss ich gestehen. Ich glaube, da hat es irgendwo eine Bank oder ein Reiker gegeben, da wollte er in den Stock rauf, und wie wir dann dieses Gebäude uns angeschaut haben, ich glaube, es war eine Bank, haben wir gesehen, da ist ein großer Balkon, und dort hat er sich irgendwie vorgestellt, dort ist dann sein Büro und hat einen Balkon am Hauptplatz hinein. Das war damals schon so die Vorstellung, dass das natürlich in dieser Art und Weise nicht geht, das wissen wir, aber trotzdem war sein Ansinnen komplett richtig. Und auch berechtigt, dass man, wie es vorhin schon auch gesagt worden ist, dass man zur Bevölkerung muss, dass man in die Ortschaften rein muss und dass eine Situation, wie es auch der Landespolizeidirektor beschrieben hat, mit dieser Gebäudestruktur, auch mit den Defiziten, die dieses Gebäude hat, so nicht aufrechterhalten werden kann. Sicherheit, wie schon gesagt, ist ein wichtiges Gut. Wir wollen, dass die Bevölkerung natürlich in Einklang mit unserer Exekutive hier leben muss, das ist ja keine Frage, wird immer wieder Thema geben, aber ein Grundbedürfnis ist einmal gegeben, und das heißt Sicherheit. Dann gibt es eine Baueinleitungsfeier, also wir haben noch nie gehört, aber mit unserem Spatenstich im September werden wir dann das in weiterer Folge eröffnen. Ich wünsche allen Beteiligten alles Gute, es sollte der Baustelle natürlich nichts passieren,
und wünsche dir natürlich der Exekutive in weiterer Folge viel Freude mit diesem neuen Objekt. Dankeschön. Was? 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 Was?